herzlich meine Freunde, mein Name ist Thomas Geldon und willkommen zu dem kleinen provisorischen Video wie immer. Wir haben es ja schon mehrmals auf diesem Kanal mitbekommen. Manchmal habe ich einfach Bock, mich vor die Kamera zu setzen und über irgendwelche Dinge zu reden. Gibt sogar momentan einen Grund und zwar fühle ich mich momentan relativ ausgelaugt. Aber wieso, erkläre ich einfach mal gleich. Ich habe immer so gemerkt, ihr mögt es einfach, wenn ich mich vor die Kamera setze und über verschiedene Dinge rede. Und das ist jetzt mal wieder so ein Fall. Und zwar, ich weiß nicht, ob man es am Wetter sieht. Warte, kann man es glaube ich nicht so gut sehen. Aber wie man sieht, es gab schon mal besseres Wetter draußen. Ich fühle mich hier wie mit so einem riesigen Selfie-Stab, obwohl das halt ein Kameraständer ist. Yeah. Nee, wir wollen doch gar nicht vom Thema ablenken. Und zwar ist es momentan einfach so, ich habe relativ viel zu tun und merke einfach im Alltag, dass ich mich total ausgelaugt fühle. Inwiefern ich mich ausgelaugt fühle, ist überanstrengend, sagen wir es so. Gestresst tatsächlich in manchen Dingen. Ich muss sagen, ich bin momentan vollkommen zufrieden mit den momentanen Situationen. Sport läuft relativ gut, auch wenn ich selten Zeit dafür finde aufgrund des Abiturs. Abitur kann ich mich auf jeden Fall nicht beklagen. Noten gehen auf jeden Fall so ein bisschen steiler nach oben. Sprich, das wird auf jeden Fall ein besseres Zeugnis als im ersten Halbjahr. Ich komme so langsam aber sicher in die Oberstufe an, habe mich an die Klausurformen gewöhnt. Und ja, das ist eigentlich alles positiv. Momentan läuft eigentlich alles gut so an sich. Aber trotzdem fühle ich mich in mancher Hinsicht einfach ausgelaugt. Hat, glaube ich, einen größeren Grund, der auch etwas mit YouTube zu tun hat. Und zwar ist es einfach so, ich habe ja momentan mein Abitur und komme deswegen meistens immer spät abends nach Hause. Und da fehlt mir in den meisten Fällen einfach, ja, ich würde nicht sagen Motivation für YouTube-Videos, aber es fehlt die Motivation. Sprich, ich mache sogar meistens an den Tagen, wo ich von der Schule komme, sogar Videos. Aber wie man merkt, ich bin in den meisten Fällen sehr müde. Der gestrige Pokémon-Part. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere es von euch gesehen hat. Da habe ich es zum allerersten Mal so richtig gemerkt. Und zwar ist es nun mal so. Ich habe gestern halt Pokémon aufgenommen, saß da so vor meinem Schreibtisch, hab geredet, aber ich habe wirklich geistig abgeschaltet und bin fast beim Reden eingeschlafen. Das hatte ich zum allerersten Mal. Und das lag auch nicht davon, dass ich an YouTube-Videos bzw. beim Erstellen gelangweilt bin, sondern das liegt wirklich an meiner extremen Müdigkeit momentan. Ich glaube, das merke ich auch immer wieder mal in der Schule, nicke ich fast immer so ein bisschen ein. Ich wurde auch schon ein, zwei Mal von Lehrern dazu ermahnt. Aber das ist ja, glaube ich, eine andere Sache. Schule leidet ja auf gar keinen Fall darunter. Ich bin nur meistens müde. Gibt verschiedene Gründe dafür. Ich habe immer relativ viel zu tun und bin deswegen wegen meinem Lifestyle momentan halt meistens, frühestens zumindest immer so um ja, 12 bis 1 Uhr im Bett. Und ich muss ja immer um 5.40 Uhr aufstehen, sprich bekomme dann immer 4 bis 6 Stunden Schlaf ungefähr. Dürfte für die meisten zumindest reichen, aber für mich persönlich ist es doch schon ganz wenig, ja. Also ich merke es einfach so, ich komme momentan nicht mehr in diesen YouTube-Aufnahmefluss hinein. Wegen damals müsst ihr wissen, als ich ja mit dem Kanal angefangen habe und der Kanal so ein halbes Jahr lief. Bisschen länger. Über ein Jahr. Ne, sagen wir dreiviertel Jahr ungefähr. Das war so eine Rapper-Pose. War ich immer am Wochenende sehr schön im Aufnahmefluss. Vor allem damals, ich kann mich noch genau erinnern, The Last of Us war einfach das Aufnahmefluss-LP ever. Ich habe da teilweise echt 3 bis 5 Parts immer im Stück aufgenommen, was für mich persönlich jetzt viel wäre. Wegen momentan ist es immer bei mir so, ich nehme maximal 2 Parts auf. Das ist für mich momentan schon viel, weil ich einfach nicht in diesen Aufnahmefluss komme. Wenn ich 2 Aufnahmen gemacht habe, denke ich mir so, ja, das reicht jetzt, ich habe genug Input für die nächsten Tage. Und wie man gemerkt hat, diese Woche kamen auch wieder unregelmäßig Videos. Videos kamen teilweise um 21 Uhr, was schon relativ spät für meine Verhältnisse ist. Weil normalerweise früher hatte ich immer feste Upload-Zeiten, aber inzwischen hat sich das Ganze schon geändert. Wobei mich persönlich stört das sogar nicht, dass die Videos manchmal später kommen, wegen ich will mich sowieso nicht auf feste Upload-Zeiten beschränken, weil ich das immer so ein bisschen komisch finde, wegen wenn man jetzt zum Beispiel euch sagt, ja Leute, um 16 Uhr kommt ein neues Video, krill. Und dann kommt um 16 Uhr kein neues Video. Deswegen will ich keine zu großen Versprechungen in dieser Sache machen. Deswegen habe ich keine feste Upload-Zeiten mehr. Deswegen kommen irgendwann mal Videos. Also wenn ihr wirklich sofort die Videos sehen wollt, einfach Glocke aktivieren. Aber ich will auch gar nicht erklären, wie das geht. Das haben schon Milliarden von anderen gemacht. Und deswegen fühle ich mich momentan einfach ausgelaugt. Ich weiß nicht warum, aber gestern, ich hatte keine schlechte Laune, auf gar keinen Fall. Also am Donnerstag, aber ich war einfach total weg irgendwie mit den Gedanken. Ich konnte nichts Produktives machen. Ich saß gestern wirklich vor den Hausaufgaben und saß fast 2 Stunden daran. Jetzt Deutschanalyse ist normal, aber
Normalerweise brauche ich nicht so lange, weil ich ein sehr schneller Schreiber bin, aber ich saß einfach da, hab nachgedacht, ich weiß nicht worüber. Dann dachte ich mir so, wow, was mache ich hier eigentlich? Und ich weiß nicht, wie ich das momentan ändern soll. Also eine YouTube-Pause würde mir persönlich auch nicht gut tun, weil ihr müsst wissen, ich habe mich zu einem Workaholiker entwickelt. Ich mache ja immer wieder was für Abitur, für YouTube, für unser Horrorspiel, verschiedene Designs. Versuche immer After Effects so ein bisschen zu lernen für verschiedene Dinge, wie zum Beispiel der Trailer für Go Home, der Ende des Jahres bis Anfang nächsten Jahres kommt, aber wo ihr bald schon Videomaterial sehen werdet. Und deswegen habe ich immer wieder mal zu tun, wirklich. Also in meinem Leben gibt es momentan keine Langeweile. Das letzte Mal Langeweile hatte ich, glaube ich, in den Herbstferien letztes Jahr. Aber jetzt in den Osterferien hatte ich jeden Tag zu tun. Und das ist einfach geil. Wegen, es ist einfach so. Es ist sehr zeitaufwendig, wenn man YouTube macht, ein Horrorspiel mit anderen, aber dennoch ein schönes Privatleben führen will. Wegen, ich will ja trotzdem noch weiterhin mit Kontakte behalten, Sozialleben irgendwie aufpushen. Wegen, ich finde, das ist sehr wichtig, mit anderen Menschen was zu machen. Also ich persönlich merke das immer wieder mal. Es gibt da verschiedene Typen, manche mögen es mehr allein zu sein. Ich persönlich mag es auch manchmal sehr gerne allein zu sein, wenn ich einfach meine Arbeit verrichten will. Aber dann zum Beispiel am Wochenende denke ich mir so, come on, jetzt habe ich irgendwie keinen Bock allein zu sein. Deswegen mache ich was mit anderen, mit Freunden, Kontakten, pipapo. Also mir wurde schon öfter mal vorgeschlagen, wirklich eine YouTube-Pause zu machen, aber es würde nichts bringen, glaube ich. Doch, schon irgendwie. Aber wenn ich wüsste, es kommen keine Videos, das würde mich innerlich schon irgendwie auffressen. Deswegen, ja, also was ich echt geplant habe, dass ich echt mal ein Wochenende durchpower, dann für ein, zwei Wochen tatsächlich vorproduziere, was echt ein Hammerwochenende wäre. Dann habe ich ein, zwei Wochen Pause so gesehen, da kommen immer wieder Videos, kann mich mit Kommentaren beschäftigen, sprich die zu beantworten. Apropos Kommentare, das hat man eventuell auch noch gemerkt, ich antworte momentan manchmal sehr spät auf Kommentare, aber ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr. Auch manchmal nach zwei Tagen oder so, weil ich halt immer Schule habe. Zum Beispiel mittwochs bin ich erst um 6:30 zu Hause. Dann um 6:30 noch Hausaufgaben, Abendessen, Sport aufnehmen. Dann ist es meistens schon 12 Uhr und dann habe ich meistens nicht mehr so die Lust auf Kommentare beantworten. Ich lese die Kommentare meistens sogar sofort, wenn sie rauskommen, aber beantworte sie halt immer wieder mal später, weil Kommentare beantworten frisst so verdammt viel Zeit. Vor allem, es werden ja mehr und mehr Kommentare tatsächlich. Zumindest häuft sich das meistens an. Vor allem momentan läuft ja Mario Kart 8 Deluxe mit verschiedenen Themen immer und da ist immer sehr schön die Interaktion in den Videos. Weiter so. Das wollte ich eigentlich nur euch mit diesem Video mitteilen, wegen, wie gesagt. Die meisten mögen es eigentlich, wenn ich mich manchmal so vor die Kamera setze, über verschiedene Themen rede und ich mag es auch immer wieder mal gerne. Ist halt ein Thomas-Vlog ohne Hashtag so gesehen, sprich keine Folge, deswegen lade ich einfach mal so gründemäßig immer wieder mal Videos hoch und ja. Ich wüsste, wenn wir schon mal bei diesem Thema sind, kanalbezüglich, ich habe geplant, dass bald ein neuer Kanaltrailer erscheinen wird, aber ich weiß noch nicht wann, wegen ich habe momentan so viel im Kopf, was ich durchsetzen würde. Zum Beispiel Mario Party 8 hatte ich bereits mit einem Kumpel aufgenommen, leider ist die die Videomaterialdatei verloren gegangen, weil ich auch wieder übermüdet gearbeitet habe und anscheinend den Ordner echt im Unterbewusstsein gelöscht habe. Beziehungsweise ich war im Schnittprogramm, mein PC hat wieder geleckt, weil ich nur 8 GB RAM habe, aber ich habe momentan echt nicht das Geld, um RAM zu erhöhen. Sprich, ich habe das Geld schon, ja, aber ich möchte momentan mein erspartes Geld nicht dafür investieren. Deswegen, ich weiß nicht, ich streame ja inzwischen, ja, jeden Freitag so gesehen, ich versuche es zumindest immer wieder mal, ob wir eventuell das Geld sammeln werden. Ich weiß nicht, ob ihr was dagegen habt. Wenn ich zum Beispiel eine Donation-Ziel mache, dass wir mehreren Streams einfach mal so Geld sammeln werden, zum Beispiel für mehr RAM-Speicher. Das wäre, glaube ich, etwas, was ich dringend brauche. Ich habe momentan 8 GB DDR3 und muss auf 16 erhöhen. Wegen Google Chrome hängt sich so oft auf. Photoshop laggt, teilweise laggen meine Schnittprogramme und das ist, ich krieg einen Nervenzusammenbruch dabei, das ist echt schrecklich. Also wie gesagt, würde mir, schreibt gerne unten in die Kommentare, ob ihr etwas dagegen hättet, wenn ich dann halt wirklich Spenden sammle in den nächsten Streams. Fließt wirklich alles in YouTube ein. Softboxen würde ich mir auch gerne irgendwann mal kaufen für die Belichtung. Ich benutze seit 2 Jahren eine Tischlampe als Belichtung und ja, das wird immer sehr heiß, vor allem im Sommer. Softboxen sind dann doch deutlich angenehmer, habe ich so gelesen und ja. Jetzt bezüglich noch des 2K-Specials, wenn wir gerade bei dem Kanal-Trailer waren. Ich weiß nicht, was kommen wird, wegen ich schreibe ja jeden Tag so ein bisschen am Skript. Das wird sehr lang werden. Also 30 bis 40 Minuten eventuell. Oder eventuell nur 20 oder eventuell nur 10. Ich weiß nicht, wie schnell ich das lesen werde, das Skript. Mal gucken. Dann werdet ihr sehen, wie genau das 2K-Special aufgebaut wird. Ich denke mal,
bis spätestens Juni wird es hoffentlich raus sein. Ich werde nächste Woche, wenn ich habe ja nächste Woche komplett frei, habe ich auch vergessen zu erwähnen. Ich hoffe mal, es ist nicht zu dunkel. Wir sind, nee, das ist auch kacke. Ah, das ist doch viel schöner hier. Professionalität ist on fleek, Leute. Und zwar habe ich nächste Woche komplett frei, wegen Montag und Dienstag sind bei uns mündliche Abiturprüfungen und Mittwoch habe ich dann Schule, aber ich glaube, ich werde mich krank schreiben lassen. Donnerstag, Freitag. Donnerstag ist ja Christi-Himmelfahrt, aka Vatertag, wo ich mit Freunden auch so ein bisschen um die Häuser ziehen werde. Freitag ist bei uns Brückentag. Deswegen habe ich die komplette nächste Woche frei und ich glaube, da werde ich sehr viel für YouTube bezüglich arbeiten. Ich muss aber noch ganz viele Hausaufgaben machen, weil wir sehr viel über diese freien Tage aufbekommen haben und ja. So. Deswegen, das 2K-Special wird spätestens Juni fertig sein, denke ich mal. So, das war's mit dem Video, aber ich wollte euch noch mal kurz was zeigen. Und zwar, das passt zwar nicht ins Video, aber ich habe ein Clash Royale, ich mache gleich einen Screenshot, Clan aufgemacht. Joint nach, wenn ihr Bock habt. Wegen, ich wurde aus meinem alten Verband, aus dem Jahrgangsstufen-Clan, weil ich sehr inaktiv war. Und die alle haben viel mehr Pokale als ich und deswegen, kommt rein. Yeah. Ja, Freunde. Ich würde sagen, das war's mit dem heutigen kleinen Thoma-Vlog, wo ich so ein bisschen über verschiedene Dinge geredet habe. Wenn ihr sowas öfter gesehen wollt, wenn ich zum Beispiel mal von meiner Woche erzähle, oh, ich könnte auch mal wieder über meine Woche erzählen. Vor allem, das war für mich persönlich eine sehr, sehr wichtige Woche. Vor allem diese Woche hatte ich LK-GK-Wahlen, beziehungsweise so einen Informationstag. Wenn ich mal darüber reden soll, auch gerne unten in die Kommentare hinein. Ich rede gerne über sowas, vor allem, was mir persönlich immer wieder mal im Privaten passiert. Naja, ich glaube, das würde ein anderes Thema hier im Video sprengen. Ich denke mal, das dürfte hier zu reichen mit den momentanen Informationen. Und ja, ich hoffe mal, euch hat das Video einigermaßen gefallen. Wenn ihr auch sowas öfter sehen wollt, unten damit in die Kommentare hinein. Und bezüglich des mit den Spenden würde mich auch interessieren, ob ihr was dagegen hättet. Weiß ich nicht. Ich denke mal nicht, aber ich frage trotzdem mal nach. Naja, Freunde. Und ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Part von dem Thoma-Vlog. Und ich sehe dich in der nächsten Folge. Bye, bye.